Aus Sicherheitsgründen ist ein Flugzeug des Typs Boeing 777 am Sonntag rund 40 Minuten nach dem Start zum Amsterdamer Flughafen zurückgekehrt. Die Maschine der niederländischen Gesellschaft KLM ist auf dem Weg nach Rio de Janeiro gewesen und hat sich über Belgien befunden, als ein technischer Defekt gemeldet worden ist, teilte die niederländische Luftverkehrsleitung laut der Nachrichtenagentur ANP mit. Das Flugzeug ist sicher gelandet, die Insassen sind nicht in Gefahr gewesen, hat ein KLM-Sprecher der Agentur gesagt. Vor der Sicherheitslandung ist den Angaben zufolge über der Nordsee Kerosin abgelassen worden. Am Airport sind Rettungskräfte in Alarmbereitschaft gewesen, eine Routinemaßnahme in solchen Fällen. Die Passagiere von Flug KLM 705 sind noch am Sonntag mit einer anderen Maschine nach Rio de Janeiro gebracht worden, hat es bei KLM geheißen. Wie viele Fluggäste betroffen gewesen sind, ist zunächst nicht mitgeteilt worden.